Vielleicht habt ihr euch selber schon einmal die Frage gestellt, ob ihr ein Trackpad benötigt, um damit an eurem Mac zu arbeiten. Und in diesem Video möchte ich gerne einmal das Apple Magic Trackpad und die Apple Magic Maus etwas miteinander vergleichen, so ein bisschen auf die Anwendungsfälle, auf Vor- und Nachteile eingehen und die Frage beantworten, ob ihr für euch ein Trackpad benötigt. Sollten dich übrigens Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund um Apple interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Ich würde sagen, wir beginnen zuallererst einmal mit der Magic Maus und starten hier auch direkt mit ein paar Vorteilen, denn die Magic Maus ist schön klein, sie ist kompakt und modern und hat ein minimalistisches Design. Außerdem sehr viele Funktionen per Touch-Gesten, wie zum Beispiel Scrollen, Wischen, Tippen, alles unter macOS, und ich finde, sie ist sehr intuitiv. Wenn man erst einmal etwas mit der Magic Maus gearbeitet hat, dann findet man diese Gesten zum Scrollen, zum Wischen, Seiten wechseln und so weiter wirklich sehr, sehr praktisch. Ich nutze einige Gesten davon im Alltag, zwar eher die einfacheren, aber damit arbeite ich wirklich sehr gerne, und ich persönlich kann mir auch nicht mehr vorstellen, zu einer anderen Maus zu wechseln, weil ich diese Gesten, zum Beispiel das Wechseln zwischen Seiten, wirklich sehr, sehr praktisch im Alltag finde. Aber die Magic Maus hat auf jeden Fall auch einige Nachteile, und das ist zuallererst der hohe Anschaffungspreis von 85 € offiziell bei Apple. Ihr bekommt sie aber auch schon auf anderen Seiten auf jeden Fall deutlich günstiger, oder ihr nehmt einfach eine ältere Generation, dann bekommt ihr sie für 35, 40 €, was auf jeden Fall dann doch schon wieder ein ziemlich guter Preis ist. Außerdem ist sie nicht so ergonomisch. Nach längerer Benutzung ist sie für viele unangenehm, was ich persönlich aber auf jeden Fall nicht sagen kann. Ich kann wirklich stundenlang mit der Magic Maus arbeiten und habe da auf jeden Fall keine Probleme mit. Was aber auf jeden Fall ein ziemlich großer Kritikpunkt bei der Magic Maus ist, ist, dass man sie nicht aufladen kann, während man sie verwendet, denn der Aufladeanschluss ist auf der Rückseite. Man muss sie also umdrehen, um sie aufzuladen, und kann sie währenddessen nicht benutzen. Wenn man daran denkt, kann man sie natürlich abends nochmal aufladen, damit sie am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist. Wenn sie aber gerade mitten in der Arbeit leer geht, dann muss man sie erst einmal zur Seite legen, aufladen und kann sie dann wieder verwenden. Sie lädt zwar relativ schnell wieder auf, damit man eben den Tag weiterarbeiten kann, aber insgesamt ist das doch schon ziemlich nervig. Machen wir auch direkt weiter mit dem Apple Magic Trackpad und beginnen hier auch mit den Vorteilen. Und zuallererst haben wir hier wirklich ein sehr hochwertiges Glas-Trackpad, sowohl im MacBook als auch beim externen Trackpad, denn man kann das Trackpad eben auch extern kaufen. Normalerweise ist es eben standardmäßig im MacBook mit dabei, aber wenn ihr zum Beispiel ein Mac Studio oder ein Mac Mini nutzt oder euer MacBook zuklappt und dann eben an einem externen Monitor arbeitet, dann kann man das Magic Trackpad ebenfalls extern dazu kaufen. Dabei ist die Glasoberfläche wirklich extrem präzise, die Erkennung ist super, sie ist schön sensibel, zuverlässig und extrem genau. Wir haben einen sehr hohen Funktionsumfang beim Scrollen, Wischen, Bewegen, Schieben und mehr unter macOS. Unter anderem kann man beim Trackpad überall klicken, man kann lautloses Klicken aktivieren, mehr Inhalte anzeigen und vieles mehr. Also der Funktionsumfang ist noch einmal größer als bei der Magic Maus, weil einfach mehr Fläche vorhanden ist, die man eben nutzen kann, um zum Beispiel Apps zur Seite zu schieben, um alle Apps anzuzeigen und vieles mehr. Ein wirklich großer Vorteil im Vergleich zu anderen günstigeren Trackpads ist, dass ihr wirklich überall klicken könnt. Ihr bekommt überall haptisches Feedback, ihr bekommt so ein kleines Geräusch, was eben zeigt, dass ihr geklickt habt, und ihr habt eben die Möglichkeit, wirklich aktiv nach unten zu drücken oder nur zu tippen, und das Ganze wirklich in einer unfassbar guten Präzision. Also das Apple Magic Trackpad ist mit Sicherheit das beste Trackpad, was es aktuell am Markt gibt. Aber auch das Apple Magic Trackpad ist nicht wirklich günstig mit 135 € offiziell bei Apple. Allerdings bekommt ihr es ebenfalls eine Generation früher im Internet für so 60, 70 €, was auf jeden Fall dann wieder in Ordnung ist. Und ein großer Vorteil ist, ihr könnt das Trackpad während der Benutzung aufladen, denn der Anschluss ist eben auf der Rückseite, und dabei kann man das Trackpad ganz normal weiterverwenden. Und damit würde ich sagen, beantworten wir nun die Frage, ob sich denn ein Apple Magic Trackpad lohnt und wenn ja, für wen. Und ich würde sagen, in den meisten Fällen ist eine Maus besser geeignet, gerade wenn man lange damit arbeiten möchte, ist es einfach angenehmer, mit der kompletten Hand zu arbeiten, als mit ein oder zwei Fingern auf dem Trackpad. Und die meisten nutzen ja tatsächlich mit Laptops auch eher nochmal zusätzlich eine Maus, weil es einfach angenehmer ist. Aber es gibt durchaus auch Szenarien und Anwendungsfälle, wo ein Trackpad besser geeignet ist oder sehr gut als Ergänzung, zum Beispiel in der Fotobearbeitung, um zum Beispiel Objekte zu zoomen, größer oder kleiner zu machen, um etwas zu verschieben oder etwas hin und her zu wischen, um zum Beispiel einen Pinsel zu bedienen. Da wird das Ganze viel intuitiver, genauso auch im Videoschnitt, wenn man in der Timeline scrollen möchte, man möchte sie kleiner oder größer machen oder Objekte verschieben, genauso wie bei grundsätzlichen Grafikarbeiten. Da ist ein Trackpad einfach viel, viel intuitiver und besonders als Ergänzung sehr praktisch.
Und ich persönlich nutze ein Trackpad wirklich sehr gerne, wenn ich unterwegs bin und mit meinem MacBook arbeite, dann komme ich auch komplett mit dem Trackpad klar und benötige keine externe Maus. Wenn ich aber zu Hause an meinem Rechner arbeite, dann nutze ich tatsächlich sehr gerne beides. Für die meisten Dinge nutze ich die Maus. Wenn ich dann aber wirklich in Photoshop arbeite oder in Final Cut ein Video schneide, dann nutze ich ergänzend sehr, sehr gerne das Trackpad, um eben wirklich zu wischen oder zu zoomen. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch einen ganz guten Überblick geben konnte, wofür ein Trackpad praktisch ist. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr selber schon Erfahrungen gesammelt habt, dann schreibt sie mir mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos, Vergleiche und so weiter verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.